Weiter geht's mit CoreKeeper. Und in dieser Folge würde ich mal gerne die neuen Autos ausprobieren. Es gibt mir hier drei verschiedene Go-Karts und ich würde gerne mal testen, welches davon am schnellsten ist. Und dafür werden wir mal alle drei gegeneinander antreten lassen. Das primitive Go-Kart haben wir ja schon mal so in der Wüste gefunden, aber die anderen beiden müssten wir uns herstellen. Das erste Problem, was ich da sehe, für beide zusammen brauchen wir 140 mechanische Teile. Ich glaube, mittlerweile habe ich gar nicht mehr so viele. Ne, habe es ja noch 128. Aber ich glaube, man konnte die auch beim Händler kaufen. Ja, der verkauft ja 5 Stück und eins kostet 55 Münzen. Okay, das geht noch. So viele fehlen ja nicht mehr. Wir brauchen ja nur etwas Geld und ich denke, da können wir einfach mal unser Essen verkaufen. Vielleicht kriegen wir dafür ein bisschen was. Mit der Zeit ist ja hier ordentlich was zusammengekommen. Okay, mal sehen, was wir für das ganze Essen hier bekommen. Oh, okay, ich glaube, unsere Geldprobleme haben sich gerade in Luft aufgelöst. Ich hole nochmal kurz eine Truhe. Okay, anscheinend hole ich noch eine Truhe. Okay, das hat viel mehr Geld gegeben als erwartet. Wir haben jetzt drei ganze Doppeltruhen voll mit Geld. Sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Dann kaufe ich mir mal ein paar mechanische Teile. Okay, ich war mal ordentlich shoppen. Und hab uns 50 mechanische Teile, 45 antike Edelsteine und 12 goldenes Larvenfleisch gekauft. Und damit haben wir auf jeden Fall genug Teile, um uns die beiden Autos zu bauen. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Rest. Und dann können wir uns das abtrünnige Go-Kart herstellen. Und das Flitzer-Go-Kart. Das war ordentlich teuer. Schon haben wir nur noch 38 mechanische Teile. Aber dann können wir jetzt die Go-Karts gegeneinander antreten lassen. Und gucken, welches von dem am schnellsten ist. Mal zu einer Go-Kart-Strecke gegangen. Und hier werden wir jetzt einmal mit allen drei Autos rumfahren und gucken, welches am schnellsten auf der geraden Strecke ist und auch welches am besten um die Kurven fährt. Okay, dann mal los. Wie erwartet, das primitive Go-Kart ist ziemlich langsam, aber diese beiden haben sich relativ schnell angefühlt. Vom Gefühl her würde ich aber sagen, dass das rote schneller war, auf jeden Fall, aber das rutscht halt ordentlich in den Kurven, das ist sehr schwer zu steuern, finde ich. Aber ich bin auch generell nicht so gut in Autofahren. Das abtrünnige Go-Kart fährt seit, glaube ich, etwas langsamer, lässt sich dafür aber besser lenken. Aber es stand ja auch schon in der Item-Beschreibung. Ich glaube, um zu gucken, welches sich mehr lohnt, müssen wir sie nochmal auf einer größeren Fläche gegeneinander antreten lassen. Dann baue ich kurz nochmal eine neue Rennstrecke auf. Okay, die Rennstrecke ist fertig. 300 Meter lang, jetzt hier gerade nach oben. Und jetzt werden wir hier mal das Blitzer-Go-Kart gegen das abtrünnige Go-Kart antreten lassen, um zu gucken, wie groß der Geschwindigkeitsunterschied ist auf so einer langen Strecke. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los.
Okay, der Flitzer ist schon etwas schneller als der abtrünnige Wagen. Aber da sich meiner Meinung nach beide nicht wirklich gut steuern lassen, würde ich deswegen eher den Flitzer empfehlen. Und es ist zwar ganz witzig, mit den Autos rumzufahren, da man auch einfach über Hindernisse wie Steine und Bäume rüberfahren kann, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht mit so einem Auto auf Erkundung fahren. Man bleibt schon ziemlich oft irgendwo hängen und dann ist man einfach eine einfache Zielscheibe für Monster. Ich denke, die Autos sind eher ein witziger Zeitvertreib. Aber auch nur dann, wenn man gerade genug Ressourcen hat. Was man jetzt allerdings noch testen könnte, ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Flitzer und Minecart. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch nochmal schnell machen. Gut, ich habe jetzt hier nochmal 300 Meter Schienen platziert. Und dann gucken wir mal, was schneller ist. Das Minecart oder das Flitzerauto. Das hat sich hier schon fast schneller angefühlt. Da muss ich mal bei den Steinen gucken, welches von beiden schneller war. Ja, das Minecart war wirklich schneller. Damit lohnt sich die Autos in meinen Augen leider noch weniger. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von den Go-Karts haltet. Und wenn ihr sie schon mal getestet habt, auch gleich, welches ihr am liebsten mögt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.